Heute geht es in unserer aktuellen Folge von Entdecke Rhein-Lahn um gesunde Füße und den richtigen Stand. Dazu besuchen wir die Orthopädie und Schuhtechnik Böcking in Dietz und gehen hier den Schritt in Richtung Gesundheit. Seit 30 Jahren im Dienst der Fußgesundheit, dafür steht der Familienbetrieb. Das Unternehmen wurde 1984 in der Diezer Altstadt gegründet. Seitdem arbeitet das Team technisch und qualitativ auf hohem Niveau. Wir stellen tagtäglich orthopädische Schuhe her, wir stellen Einlagen her, wir verändern konfektioniertes Schuhwerk und wir müssen natürlich auch orthopädische Schuhe instand setzen. Mit modernster Technik werden hier die Füße vermessen. Man sieht also, ohne Computer geht nichts. Aber es geht auch nichts ohne das Handwerk. Hier in Dietz fertigen Profihände nach der Vermessung und Scannung in der eigenen Meisterwerkstatt individuelle Einlagen und Schuhe an. Druckmessung dient nicht einem Messen des Fußes, sondern dient nur, um eine Überlastung festzustellen und so möglichst Druckspitzen zu entfernen und das Gangbild von dem Patienten zu verbessern. Druckspitzen beim Diabetiker würde zu einer Verletzung führen und eine Druckspitze beim Sportler würde zu einer sportlichen Überlastung, zu einer Notfall sogar bis zu einem Muskelriss führen. Deshalb wird das von uns eingesetzt, um möglichst gleichmäßiges Ablaufen, gleichmäßige Bewegung herzustellen. Füße bilden das Fundament unseres Körpers und beeinflussen Gesundheit und Wohlbefinden nachhaltig. Schlecht ausgerichtete, instabile oder einseitig belastete Füße können die gesamte Skelettstruktur beeinflussen und Schmerzen in den Füßen, Knien, Hüften oder im Nacken hervorrufen. Im Internet unter www.böcking-dietz.de gibt es natürlich weitere Informationen. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, Arbeiten und Genießen im Rhein-Lahn-Kreis ist eine Reihe der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn.